Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Jack Keane. An die Arbeit. Los, ab ins Kreuzverhör. Hallo, kann ich weiterhelfen? Hatten Sie zuletzt die Chronik des Dorfes ausgeliehen? Ich hatte sie mal, ja. Aber nur kurz, um herauszufinden, wann ich das letzte Mal mit dem alten Gopesch beim Richter war. Ich habe sie in bestem Zustand zurückgegeben. Ich glaube ihr. Ich bin ein guter Menschenkenner. Nein, ich mag sie nicht, aber irgendwie sehe ich nicht so richtig den Sinn dahinter, warum sie da irgendwas vertuschen sollte. So. Fragen wir mal. Hier, hallo, da. Ich will zu ihr. Ich bin immer noch wütend darüber, dass ich aus Versehen den Elefantentreiber entlastet habe. Schlimm, schlimm, schlimm. Ja, das sage ich. Na, schlimm, schlimm. In der Tat. Schlimm. Also, jetzt ist es schon wieder vorbei. Ich bin immer noch wütend darüber, dass ich aus Versehen den Elefantentreiber entlastet habe. Wirklich? Ich hätte gedacht, nach den 5 Sekunden wärst du schon darüber hinweg? Nette alte Dame. Hatten Sie zuletzt die Chronik des Dorfes ausgeliehen? Ja. Wieso? Die Seiten über den November 1871 fehlen. Ach was. Wie kann das nur sein? Das frage ich mich auch. Ja, ich frage jetzt einfach, vielleicht... Ich meine, damit mit der Frage unterstellen wir nicht, dass sie das war. Das ist eine gute Frage, so. Sie hatten das Buch zuletzt. Waren die Seiten schon rausgerissen? Ja, sie waren schon weg. Soll ich ihr kein Wort glauben, oder? Ich raff's nicht. Eigentlich müsste doch der Dr. T dahinter stecken, oder? Also ich glaube nicht, dass sie das war. Ich sag zu schade. Ich bin naiv. Zu schade. Vor allem bei dem Spiel hier ist ja nicht so. In diesem vermaledeiten Telltale Games, wo man immer aufpassen muss, was man sagt. Man kann ja jederzeit wieder zu ihr zurückgehen und nochmal fragen. So, jetzt sehen wir mal mit ihm hier. Ich glaube, wer ist der Dritte im Bunde? Nein, Schmarrn, nicht der Metzger. Es war der Senior irgendwas. Ah, ja. Huch. Ja, komm. Ach, da ist er. Bestimmt drin. Können wir einfach alles nehmen, oder wie? Ein großer, solider Hammer. Oh ja. Yeah. Kann ich bestimmt nicht einfach so nehmen, während er noch dasteht. Unter seinen müden Brauen blitzen seine Augen wie Messer hervor. Ja, so bin auch ich öfters beschrieben worden. Hallo, Signore. Was kann ich für dich tun? Ach, tu mir jetzt erstmal einschleimen. Einen schönen Laden haben Sie da. Alles nur Tarnung, damit niemand hinter die wahren Geschäfte kommt, du verstehst. Ich verstehe. Hatten Sie zuletzt die Chronik des Dorfes ausgeliehen? Die hatte ich tatsächlich mal. Ging um einen alten Streit. Habe sie aber rechtzeitig und in bestem Zustand zurückgebracht. Na gut, da können wir gar nicht mehr drauf antworten. Von dem her... Müssen wir entweder die alte Dame mehr unter Druck setzen oder jemand anders hat die Chronik noch gehabt. Ich denke, letzteres. Oder beides. Also ich muss sie vielleicht unter Druck setzen und noch jemand hat die Chronik gehabt. Man kann in das Zimmer dahinter sehen. Cool. Mehr oder weniger interessante Haushaltswaren. Diebstahl. Hey, einfach so werde ich dir den Hammer sicher nicht geben. Na gut, das habe ich schon befürchtet, aber ich habe befürchtet, also, was ich noch zusätzlich befürchte, ist, dass wir den auch noch brauchen werden. Ei. Und somit geht wieder das Rätselraten los. Das Schwierige ist jetzt erstmal, nee, ich gehe erstmal zu der alten Dame nochmal und beleidige sie. So. Oder können wir eigentlich mit
anderen Personen auch noch drüber reden, über die Seiten. Guten Tag. Ich muss dann mal weiter. Was sagt er? Aha. Kartoffelnase hat noch immer nicht genug. Wir sehen uns später. Lässt sich wohl nicht vermeiden. Das stimmt. Ja, ich rede nochmal mit der Oma. So. Ich bin immer noch wütend darüber, dass ich aus Versehen den Elefantentreiber entlastet habe. Immer noch. Hatten Sie zuletzt die Chronik des Dorfes ausgeliehen? Ja. Wieso? So halt. Ach was. Wie kann das nur sein? So. Sie hatten das Buch zuletzt. Waren die Seiten schon rausgerissen? Ja. Sie waren schon weg. So, jetzt reicht's mir aber. Ich glaube kein Wort. Na gut, ich gebe es Was, zu. Echt jetzt? Ich habe sie rausgerissen. Aber warum das denn? Darüber liegt der Mantel des Schweigens. Böse, Oma. Böse. Dann soll es mir egal sein. Und jetzt reicht's. Diesmal lasse ich mich locker. Keine Ausreden. Ich will alles wissen. Es stehen verfängliche Dinge über mich in der Chronik. Wieso? Was war am 6. November 1871? Nicht der 6., sondern der 5. Die Seite davor. Da steht etwas über die Hochzeit. Meine Hochzeit. Ich sollte einen Mann aus dem oberen Dorf heiraten. Aber ich habe es verhindert. Er weilt nicht mehr unter uns. Ach so. Mehr möchte ich nicht sagen. Darüber liegt wirklich der Mantel des Schweigens. Hier hast du die Seite. Zeig sie niemandem. Na gut, jetzt wissen wir, dass sie eine eiskalte Killerin ist. Ich respektiere sie jetzt. Davor mochte ich sie nicht, aber jetzt respektiere ich sie. 6. November 1871. Ein schlimmes Feuer hat die Botanikstation 1 vernichtet. Die Keen-Familie ist vermutlich in den Flammen ums Leben gekommen. Was? Keen-Familie? Habe ich Verwandte auf der Insel? Ich muss diese Botanikstation 1 finden. Vorher werde ich Tooth Island nicht verlassen. Dieses Geheimnis muss ich ergründen. Es könnte mit meiner Vergangenheit zu tun haben. Vielleicht sogar damit, wie ich ins Waisenhaus gekommen bin. Aber wer könnte mir dabei helfen? Wer könnte die alten Geheimnisse und Orte dieser Insel kennen? Ja, wer? Keine Ahnung. Jemand Altes? Vielleicht? Jetzt haben wir hier ganz schön viel Zeug im Inventar und ich weiß immer noch nicht, was mit Nägeln... Ah! Hammer? Nagel? Nee, macht keinen Sinn. Ich erkenne da keinen Zusammenhang. Entschuldigung, Leute. Ich hätte bloß gerade gedacht. Oder doch, Hammer und Nägel? Kann man die kombinieren? Kann man vielleicht... Kann man vielleicht... Ich weiß es nicht. So. Ja, Leute, das war was geschauspielert von mir. Natürlich, ich brauche den Hammer, um irgendwo Nägel reinzuhauen. Bevor hier jemand noch in die Kommentare schreibt. So. Was mache ich denn jetzt? Ich brauche den Hammer. Aber wofür? Wo will ich die überhaupt rein nageln? Alte Frau, was weißt du? Ich bin... Ja. Wissen Sie etwas über das Feuer in der Botanikstation 1? Nun, das hat ausnahmsweise nichts mit meiner Vergangenheit zu tun. Aber wenn du diesen umtriebigen Lastenträger namens Murphy irgendwo finden solltest, ich denke, der kann dir mehr darüber erzählen. Mehr kann ich dir dazu nicht sagen. Aha. Murphy. Ist wahrscheinlich wieder... Ach, deswegen kannte er meinen Namen.
Ihr kennt meinen Namen. Ihr kennt meinen Namen. Ja, ich kenne euren Sohn. Na gut. Murphy, rede. Hallo. Hallo. Warte mal. Bis später. Auf Wiedersehen, Jack. Muss ich das wieder so machen? Nein. 6. November. Ja, ist ja gut. Was? Habe ich Ich muss diese Botanik vor. Ja, ist ja gut. Vielleicht. Hör mal auf jetzt. Es reicht. Meine Güte. So. Ja, wie? Ja, also muss ich jetzt wohl mit ihm reden, oder? Hallo. Moment. Ach, Entschuldigung. So. So. Du kennst dich also auf dieser Insel aus? Wie in meiner Westentasche. Also wenn ich eine Westentasche hätte. Wieso? Was willst du wissen? Genau, hier ist die Frage, endlich. Ich würde gern wissen, was die Botanikstation 1 ist. Irgendwie wusste ich, dass du früher oder später danach fragen würdest. Was? Wirklich? Aber wieso? Nur so. Mhm. Das Ding ist seit etwa 2 Jahrzehnten außer Betrieb, aber ich weiß natürlich, wie man dorthin kommt. Zeig's mir. Du brauchst ein Boot. Wenn du ein Boot hast, führe ich dich hin. Aber gern mache ich das nicht, das sage ich dir. Schreckliche Erinnerungen verbinden mich mit diesem Ort. Also gut, dann suche ich mir ein Boot und finde heraus, was es mit meiner Vergangenheit auf sich hat. Okay. Inzwischen. Der Ladebildschirm zeigt uns düstere und dunkle Gegenden. Die Frage ist, sind wir jetzt dann da mit Jacqueline oder mit Amanda? Wir werden es bald, in wenigen Sekunden, jetzt, dann, bald, erfahren, sobald der Ladebildschirm vorbei ist. So, ihr nichtsnutziges Pack von Handlanger. Ihr solltet doch die Teefresser über den Plantagen von Ceylon abwerfen. Wisst ihr eigentlich, wo Ceylon liegt? Jedenfalls nicht auf dem Westhang von Tooth Island, denn da liegen zufälligerweise meine Teeplantagen. Manchmal glaube ich, ihr arbeitet für die Konkurrenz. Dabei ist es doch so einfach. Ihr fliegt mit euren Ballons immer nach Norden, bis ihr die Teeplantagen erreicht. Dann klingt ihr den Kokon mit der teefressenden Pflanze aus. Und die erledigt den Rest. Hat ja anscheinend auch alles geklappt, bis auf das Fliegen nach Norden. Zur Strafe bleiben Chippy und Buba das nächste Mal hier und laden die Frachtcontainer aus. Und ihr anderen, haltet euch bereit. Denn vielleicht brauche ich euch bald für einen Feldzug ganz anderer Art. In kurzer Zeit wird die britische Flotte an Tooth Island vorüberfahren. Und vielleicht bin ich bis dahin im Besitz einer Geheimwaffe, um es endlich dem verhassten Paya heimzuzahlen. Ach, was erzähle ich euch das eigentlich? Ihr habt doch sowieso keine Ahnung, wovon ich spreche. Ich werde mich auf meine Villa zurückziehen und mit intelligenten Säugetieren sprechen. Und damit meine ich Gorillas, keine Schimpansen. Guten Tag. Wäre ich mir gar nicht so sicher. Die klüger sind die Gorillas. Mein Gefühl würde jetzt erstmal sagen, nein. Ich würde sagen, Schimpansen sind schlauer, aber na gut. Okay. Also wir brauchen ein Boot. So, und ich wollte noch irgendwas sagen. Genau, vorhin hat der Typ gesagt, diese Botanikstation ist seit 2 Jahrzehnten außer Betrieb. Wahrscheinlich seit dem Feuer, würde ich jetzt sagen. Also entweder ist es spät außer Betrieb genommen worden, oder der Jack ist erst irgendwie 20 Jahre alt. Kann man gar nicht glauben. Aber man weiß es ja nicht sicher. Nochmal nachschauen. Das Boot reparieren. Welches Boot? Dafür brauche ich Nägel. Oder? Können wir hin? Ach nee.
Okay, das brauchen wir dann zum Abdichten, okay. Die Nägel, um irgendwas, um irgendwelche Planken wieder festzunageln. Und den Hammer natürlich, um die Nägel zu nageln. Aber welches Boot denn bitte? Ist da ein Boot im, am Fluss? Dürfte ich mal. Da ist kein Boot. Das letzte Mal, dass ich ein Boot gesehen habe. Wo war das? Ein halb sinkendes Boot. Da klingelt irgendwas. Ach, das war in Kapstadt. Na gut, das ist ein bisschen weiter weg. Hui. Da hat sie ziemlich gut teleportiert. Ich schaue mal nach hinten. Zu einem Sumpfgebiet. Da war ja auch Wasser. Ja, genau, hier ist ein Boot. Schick. Mann, hab ich gerade einen Lauf. Was geht ab? So, das heißt also, der. Wie heißt der denn? Dr. T will anscheinend eine Geheimwaffe finden und ich nehme mal an, diese Geheimwaffe werden wir finden für ihn. Ohne dass wir es beabsichtigen. Mein schönes Beiboot. Es ist leck. Ach so, das ist seins. Sie sind quasi da hergekommen, die Meuterer. Eine schöne, solide, neue Holzplanke wäre ein guter Start, um ein angeschlagenes Beiboot zu reparieren. Okay. Wo kriege ich eine Holzplanke her? Verschlossen. Verschlossen. Supi. Holzplanke. Da hinten eigentlich noch was? Ein vergessenes Grab. Unheimlich. Okay. Verschlossen. Ja, hier ist nix. Holzplanke. Hier sind Holzplanken, aber da gehe ich ja drüber. So, ist hier irgendwas? Kann ich die Tür nehmen? Nö. Boah, mit einer Holzplanke bin ich jetzt echt total überfragt. Damit habe ich nicht gerechnet. Schleim. Bloß nicht anfassen. Der hängt da auch schon seit Ewigkeiten und ich weiß nicht, was ich mit dem machen soll. Verdammte. Holzplanke, Holzplanke. Wenn jemand eine Holzplanke sieht, einfach sagen. Tut euch keinen Zwang an. Ich schaue nochmal ins Geschäft. Das mache ich. Okay, jetzt da rein. Hammer. Ein Schilling für den Hammer vielleicht? Das wird nicht funktionieren. Ach, was könnte... Will er vielleicht... Das wird nicht funktionieren. Vielleicht will er Haarwachs? Das scheint nicht zu funktionieren. Ach komm, der will doch bestimmt Haarwachs. Ich denke nicht, dass das funktionieren wird. Dann vielleicht ein Glas Wasser? Das scheint nicht zu funktionieren. Es ist ziemlich heiß, Mann. Der muss doch ein Glas Wasser wollen. Sonst ist hier auch nichts. Ich kann nur den Hammer, wenn dann nehmen. Ja, das machen wir in der nächsten Folge. So, jetzt haben wir lauter kurze, knappe Folgen aus. Ich muss mich ein bisschen vorproduzieren. Tut mir leid, Leute. In der nächsten Folge von Let's Play Jack Keen werden wir das Boot reparieren und zur Botanikstation schauen. Hoffe ich zumindest. Also bis dann. Ciao.